Liebe bedeutet für mich, dass man alles für einen anderen würde tun. Und zwar absolut uneingeschränkt, dass man den anderen vor seine eigenen Bedürfnisse stellt. Erst wenn ich das mache bei jemandem, erst dann kann ich sagen, okay, die Person liebe ich wirklich. Ob es jetzt ein Partner ist, meine Familie ist, ein Kollege, Kollegin ist. Dann merke ich wirklich, wie wichtig das mir jemand ist, wenn ich merke, hey, ich stelle seine Bedürfnisse über meine eigenen in jeder Situation. Und Liebe bedeutet einfach alles für mich. Ich finde, Liebe ist all you need is love. Das ist das Wichtigste auf der Welt. Liebe bedeutet für mich Akzeptanz, Geborgenheit, Sicherheit. Ja, Sicherheit ist, glaube ich, das Größte. Ja. Liebe bedeutet für mich Sicherheit, Geborgenheit, ja, bedingungslose Liebe, also den anderen akzeptieren, so wie er ist, ohne dass man einen anderen Menschen aus dieser Person machen möchte. Weil dann ist für mich keine Liebe, wenn man jemanden ändern möchte. Ich denke, jeder hat seine Macke und ich finde, wenn es nicht das Schlimmste ist, sollte man die akzeptieren und jemanden so nehmen, wie er ist. Weil das wünsche ich ja auch von mir auch, dass man mich so nimmt, wie ich bin. Ja, das bedeutet für mich Liebe. Ja, das ist mega schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn man das irgendwie definieren könnte, dann ja, gibt es wahrscheinlich schon ein Rezept für die Liebe, damit sie erfolgreich ist. In meinen Augen ist aber Liebe vor allem eine Entscheidung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Ehemann denke, dann glaube ich nicht, dass Liebe damit zu tun hat, dass man einfach jeden Tag aufwacht, tausende von Schmetterlingen im Bauch hat und findet, wow, die Person ist nur immer perfekt und macht alles richtig und man hat nie Schwierigkeiten. Für mich ist Liebe wirklich eine Entscheidung, dass ich zu einem Menschen sage, ich entscheide mich für dich, ich will dich lieben, ich will dich ehren und ich will mit dir mein Leben verbringen. Und nicht, dass bei den nächsten Launen oder beim nächsten Sturm, der kommt, dass man dann gerade davon läuft, sondern dass man wirklich sagt, hey, es ist eine Entscheidung. Darum, für mich, Liebe ist eine Entscheidung. Geborgenheit, Vertrauen, ein füreinander einstehen, Loyalität. Es beieinander können fallen lassen. Einfach, dass man einfach sich selber nicht muss irgendwie verstecken vor dem anderen. Ja. Auf jeden Fall gibt es die. Da bin ich überzeugt davon, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt. Ob es dann wirklich immer etwas wird, ist die andere Frage. Ich denke, man sieht mal einen Mann und den findet man schön. Das ist vielleicht nicht jetzt die Liebe, die man nach einer langen Beziehung hat, aber dass man so ein Herzklopfen, so ein Kribbeln im Bauch hat, ich denke, auf jeden Fall gibt es das auf den ersten Blick von beiden Seiten aus. Und wenn sich dann daraus etwas ergibt, umso schöner. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass man sich sofort verlieben kann, auf den ersten Blick definitiv. Ich glaube auch daran, dass Leute sich so kennenlernen, sich nachher lieben lernen und ewig zusammenbleiben, das glaube ich auch. Aber wie ich schon gesagt habe, Liebe ist für mich eine Entscheidung und ist viel mehr als einfach ein Gefühl. Und darum glaube ich nicht daran, dass man von Liebe reden kann, wenn man etwas erst mal sieht. Aber es kann sein, dass natürlich Liebe daraus entsteht. Ich denke, es gibt es schon. Ich persönlich, bei mir würde es nicht so funktionieren. Ich kann von jemandem auf den ersten Blick geflasht sein, ich kann verliebt sein mit nur einem Blick. Aber wirklich jemanden lieben, bei mir ist es meistens so, mich interessieren die Leute, sagen wir jetzt mal, potenzielle Partner oder wenn ich jetzt irgendjemanden würde lernen kennen, wenn ich Single wäre, dann finde ich sehr viele Leute, habe ich gemerkt, erst interessant, wenn ich sie schon eine Zeit lang kenne, dann ist es am Anfang nicht interessant oder scheiße oder langweilig oder was weiß ich, komisch gefunden. Und dann irgendwie erst mit der Zeit, wenn ich sie lernen kenne, hat es mich plötzlich angefangen zu flashen. Das ist bei mir eigentlich fast immer so. Von dem her würde bei mir das wahrscheinlich nie stattfinden, Liebe auf den ersten Blick. Außerdem finde ich es verdammt oberflächlich, wenn man sich auf den ersten Blick verliebt. Dann hat man ja nichts anderes als den Blick. Und den Blick gleich visuell und visuell gleich oberflächlich. Ich glaube, dass es die Liebe auf den ersten Blick gibt. Habe sie aber so noch nie wirklich gehabt. Also die Liebe zu meinem Freund war schon auf den zweiten Blick. Aber ich glaube schon, dass es die Liebe auf den ersten Blick gibt. Ja. Ich würde vielleicht nicht unbedingt gerade sagen Liebe,
Aber was ich selber schon erlebt habe, ist, dass ich einen Menschen getroffen habe, wo ich gerade ein Gefühl hatte von wow, krass. Und habe mich gerade unglaublich fest von dieser Person angezogen gefühlt. Und darum, ja, daraus ist dann auch Liebe entstanden. Ja, ich hatte schon mal Liebeskummer gehabt. Und es war ein sehr einschneidendes Erlebnis, sehr prägend für mich. Das war ein unglaublicher Schmerz. Ich war dort noch 17 Jahre. Das ist jetzt schon bald 10 Jahre her, aber es hat, also bin mir sicher, wenn man das so sagen kann, hat es immer noch Narben hinterlassen in meinem Herz. Weil, ja, es war ein unvorstellbarer Schmerz und ich glaube, wenn man mal einen richtigen Liebeskummer hat, dass das auch nicht mehr, ganz verheilt, der Schmerz. Weil, ja, es war prägend, wirklich. Oh ja, ja, definitiv. Ich hatte schon böse Liebeskummer wegen ein paar Typen. Und ich glaube, jeder hat doch schon mal Liebeskummer gehabt, oder nicht? Nein, noch nie in meinem ganzen Leben. Natürlich, sicher. Also die mich zwischen 16 und 20 kennengelernt haben oder haben müssen aushalten, die wissen, ich habe sehr viel, sehr oft und sehr lange Liebeskummer gehabt. Und ich bin sehr, sehr froh, ist die Zeit wirklich einfach durch. Oh ja, ich habe schon so fest Liebeskummer gehabt. Ich hatte das Gefühl gehabt, ich muss sterben. Und ich habe wirklich über ein Jahr das Gefühl gehabt, ich werde mich nie mehr verlieben. Im Leben nie mehr lasse ich jemanden in mein Herz rein. Und ja, ich hatte das Gefühl, Liebe ist das Schlimmste, was es auf diesem Planeten gibt. Ja, ich hatte schon mal Liebeskummer. Ich war früher ein Mensch, ich habe mich so schnell verliebt. Ich habe so schnell gemeint, das ist die grosse Liebe, das ist alles. Und ich musste so viel Mal erleben, dass ich ja, nicht zurückgeliebt wurde, dass die Person ja, mich nicht so cool gefunden wie ich sie gefunden habe. Und demzufolge habe ich schon extrem viel Liebeskummer durchgemacht. Aber ich muss sagen, ich würde nichts davon wollen anders machen jetzt. Es ist alles Erfahrung und ja, aus jedem Liebeskummer habe ich so viel über mich selber gelernt. Und ich so unendlich dankbar dafür bin. Und jetzt finde ich, es ist extrem viel wert, dass man das macht uns zu dem Mensch, wo wir sind, die ganzen Erfahrungen, dass wir dort immer mehr über uns selber herausfinden und das können mitnehmen und hoffentlich in der nächsten Beziehung anders machen oder mehr wissen, auf was wollen wir schauen, was ist uns wichtig in einem Partner. Von dem her,